Also wir von FK Automobile haben ja auch schon sehr lange nach einem Diagnosegerät gesucht, was unseren Ansprüchen genügt. Und ich sage mal, preislich so interessant liegt, dass man es auch gebrauchen kann. Es gibt ja so viele Klone im Netz und das taugt alle nichts und das ist alles für die Wurst. Man kann jetzt natürlich auch von Gutmann oder von Bosch oder so nehmen, kein Problem. Aber die Preise sind einfach göttlich. Geht nicht. Nein. Dazu dann noch die Updates und dass man das alles mit so viel Geld bezahlen muss. Ja, wir nutzen VCDS für die ganze VAG-Gruppe. Wir haben dann lange gesucht, haben dann hier ein Gerät gekauft, da ein Gerät gekauft, so einfach mal zum Ausprobieren. Auch über Handy-Apps und wie auch immer, gefiel uns alles nicht. War nicht alles so unsers. Nun sind wir daher auch bei Fabuka seit einiger Zeit aktiv. Die hatten jetzt das Angebot von Lunch, den CRP MOT2. Ist ein super Gerät. Wir haben das bekommen. Das war schnellstmöglich geliefert. Kann man also nur empfehlen. Ja, natürlich kommt das Gerät auch aus China, aber das macht auch gar nichts, weil die meisten Geräte kommen aus China, nicht nur diese oder andere. Ja, was bekommt man da für sein Geld? So, das Gerät, das lag jetzt irgendwo mit Mehrwertsteuer bei 800, irgendwie 30 Euro oder so, irgendwie so. Aber ich hatte mir eh ein Ziel gesetzt, so um die 1000 Euro irgendwie ein Gerät zu kaufen. So. Jetzt haben wir das bekommen. Das war schnellstmöglich geliefert. So, das kriegt man dann in so ein Kartönchen. Ne? Hat dann so ein Täschchen dabei. Sehr hochwertig übrigens. Was ist denn dabei? Was ist da drin? Was kann man damit machen? So, zum einen hat man dann hier den Mercedes-Adapter. Auch nicht schlecht. Der Mercedes-Adapter ist natürlich dabei. Für die Fahrzeuge bei Mercedes, die noch kein OBD haben, dann hat man eine Verlängerung dabei. Falls man mal eine OBD-Dose hat, die irgendwie tiefer liegt oder so, wo man halt nicht so ungefähr drankommt oder so unbedingt drankommt, finde ich eine gute Sache. Ist nicht schlecht. Wir haben es schon mal gebraucht bei einem Skoda Roadster letzte Woche. Wir hatten letzte Woche auch schon einen W202 da, den Mercedes selber nicht mal auslesen konnte, weil die mit Star-Diagnose versucht haben, da reinzukommen, haben es nicht geschafft, aber das ist ja auch so ein älteres Modell, wo die jetzt eigentlich so gar nicht mehr beigehen. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier natürlich noch ein Kabel, ne? Für den Adapter. So, unter anderem habe ich aber auch noch, ne? Ich habe auch noch den BMW-Adapter. BMW hat ja auch diese runden Döschen, ne? Kennt man ja. So, und da muss man halt eben halt dieses Kabel für noch verwenden, damit man halt auf den OBD kommt. Super Sache zu den Kabeln. Es sind keine vergoldeten Anschlüsse. Es ist alles ganz normal, aber das ist gar nicht schlimm. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Vergoldung da dran. Dann hat man natürlich die Ladegeräte. Natürlich auch. Für die US-Version ist das Ladegerät natürlich auch noch kompatibel. Das ist das Gute daran. Ja. Und natürlich, das Wichtigste ist das hier. So, was mich natürlich erstaunt hat und was mich natürlich super gefreut hat, das war Bluetooth-Adapter. Was man natürlich bei den meisten heutzutage nicht hat, da hat man noch ein Kabel dran. Man kann ja sagen, gut, das kann man jetzt entscheiden, wie man möchte. Aber Bluetooth-Adapter, das ist schon erstaunlich gut in dieser Preisklasse. Da müssen andere, muss man für andere Geräte noch viel mehr Geld auf den Tisch legen. So. Aber wenn man dieses Gerät jetzt erstmalig gebraucht, so muss man sich erstmal anmelden. Man muss es updaten. Weil wenn man es nicht updatet, hat man erstens alles auf Englisch, weil die Sprache kann man intern nicht ändern. Habe ich dann auch festgestellt und dann musste ich das updaten. Natürlich mit WLAN,
WLAN hat das. Das funktioniert wie ein normales Tablet. Wie ein normales Tablet, hat einen Speicher von 16 GB oder so. Ist vielleicht ein bisschen wenig, gebe ich zu, aber für unsere Zwecke ausreichend. Wenn ich was lösche, dann habe ich ja wieder Speicherplatz. Ist kein Problem. Gut, dazu nachher mehr. So, und ich sag mal so, für das ganze Paket, was es kostet und was es kann, finde ich es gut. Ich finde es echt gut so und klasse, dass es halt die so einen Hersteller gibt, um auch kleineren Betrieben zu ermöglichen, Diagnosegeräte zu kaufen. So, das ist ja das eine. So, und wann, jetzt kommen wir mal dazu, was kann denn das Gerät? Wie tief kann es in die Steuergeräte rein? Wir haben jetzt schon festgestellt, dass ich schon in die Tiefe fast so gehen kann bei VLG-Fahrzeugen wie mit VCDS. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das ist wirklich schon gar nicht mal so schlecht. Und wenn das bei VLG geht, dann geht das auch bei BMW. Ist übrigens für amerikanische, für koreanische, für chinesische und für europäische Hersteller. Und was wichtig für uns war, dass Peugeot mit drin ist. Peugeot ist ja auch ein PSA-Konzern und dass die Fahrzeuge da mit drin sind, dass die, das finde ich schon in Ordnung. Wir haben bei Fabuka 2 Jahre Updates frei. Was danach die Updates kosten, das weiß ich nicht. Das werden wir dann ja sehen. Werde ich dann auch noch mal zu berichten, wenn das dann zum Tragen kommt. Aber im Großen und Ganzen finden wir dieses Gerät einfach klasse. Ich werde das dann auch noch mal bei einem Mercedes vorführen, wie das so ist. Wir kriegen den wahrscheinlich morgen rein. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das dann so aussieht auf so einem Gerät, was man damit machen kann. Also ich war schon sehr erstaunt, das ist schon in Ordnung. Wir hatten bislang das Delphi-Programm, war nicht so meins. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das Lunch zu kaufen. Und ich kann es nur empfehlen. Und wer es nicht weiß, ne, Fabu World, da mal reingucken. Und diese App ist leider nur für Profis. Aber das ist auch richtig so. Das ist ja auch gedacht, dass es für Profis ist. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Man sollte dabei halt bedenken, dass es kein Motortalk ist. Und ich finde es völlig in Ordnung, dass ich da... Ich sag mal, da schon sehr viele, das Europäische ist das schon, also Österreich ist schon mit drin, Luxemburg sind welche, ist schon eine super Sache. Ist schon richtig gut. Man muss dazu sagen, diese App, die ist auch umsonst und heutzutage etwas umsonst zu halten, ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig, weil in dieser Größenordnung sowieso, das geht ohne Werbung nicht. Das finanziert sich nur durch Werbung. Und das ist auch gar nicht so schlimm, dass da zwischendurch mal irgendwelche Banner durchfliegen oder so. Aber man sollte sich die dann doch schon angucken, damit Fabuka da am Ball bleiben kann, sodass die Werbepartner eben halt sagen, ja, das machen wir weiter, das hilft uns gut oder auch nicht. Ne? So. Ja, das wäre das zu einem Lunch. Dann würde ich erstmal sagen, bis dahin und sollten wir uns dann morgen nicht mehr hören, dann schönes Wochenende, macht's gut und sehen wir weiter. Alles Gute Jungs, ich klicke euch dann mal erstmal weg.